Hallo, grüß euch. Ich habe heute von der Tortendekoration so was Tolles gekriegt. Und zwar tun wir da Mürbeteigkekse ausstechen. Und da bin ich gerade beim Schokolade temperieren. Tun wir dann da mit Schokolade ausfüllen und das tun wir dann auf die Kekse drauf. Also Butterkekse mit Schokolade. Ich finde, das ist ein ganz nettes Geschenk. Da sind verschiedene Motive oben. Ist total einfach zu machen und macht eigentlich erstens einen riesen Spaß und zweitens, glaube ich, ist das überall total gefragt. Und zwar habe ich da einen Mürbeteig gemacht, den habe ich jetzt im Kühlschrank gehabt und den werden wir jetzt ausrollen. Das Backrollen habe ich auf 190 Grad Heißluft vorgeheizt. Mürbeteigrezept, das tue ich so und so rein ins Schreibe dazu, wie immer unter dem Video. Das glaube ich, brauche ich euch jetzt nicht mehr sagen, das habe ich schon so oft gesagt. Wenn wir den Mürbeteig entweder mit den Händen zusammenkneten oder mit der KitchenAid oder mit dem Thermomix, ich mache es eigentlich auch mit dem Thermomix, 15 Sekunden auf Stufe 4 und deshalb sind besten Mürbeteig. Aber es geht natürlich auch selbstverständlich mit jeder anderen Küchenmaschine und selbstverständlich, wer keine Küchenmaschine hat, auch mit den Händen. Immer nicht zu dünn, weil das sollen ja Schokoladekreksel werden. Jetzt schauen wir gerade, wie ich das eine tut, dass sie alle drauf kommen. Das ist ja so super, weil das. Also das Lösen habe ich vergessen. Im Mürbeteig bitte immer lösen, dass er sich nicht nachher beim Backen zusammenzieht. Es geht ein Ratzi-Fatzi. Und da picken wir dann mit Schokolade ein bisschen die Schokolade drauf. Das gibt es ja auch schon mit verschiedenen Buchstaben. Ich muss da ein bisschen fester drücken, sehe ich gerade. Sonst geht es nicht außer. Da sind die Motive drauf. Tannenbaumeln, nachher ist ein Elch oben, da steht oben Merry Christmas und Schneemantel sind oben. Aber wie gesagt, das ist eine ganz nette Arbeit, ist nichts dabei und jeder fragt sich mal bitte, wie macht denn das? Jetzt haben wir wieder zusammen, dass ich da alle aufbringe. Das ist immer mein Mürbeteig, allem der gleiche. Wenn es nicht so viel braucht, macht es einfach weniger Teig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und immer bitte den Mürbeteig. Ich habe jetzt nur ein Stückchen runtergeschnitten und tue es in den Kühlschrank, weil der wird relativ schnell weich. Dann mal wieder lösen. Unbedingt lösen, dass er ja. Und gescheit draufdrucken, so geht es ganz gut. So mache ich jetzt alle Kreksel. Und sobald die Schokolade temperiert ist, wenn ich das Gerät nicht habe, dann tut es einfach über dem Wasserbad Schokolade erweichen. Bitte langsam, nicht volle Bulle kochen, bis es so ungefähr 46 Grad hat. Dann tut es ein Drittel. Also zwei Drittel habt ihr drinnen im Topf und ein Drittel tut es euch auf die Seiten und das tut es nachher impfen, heißt man das. Das tut es noch zur Schokolade dazu, tut es den Topf vom Wasserbad runter und verrührt die Schokolade und lasst sie so lange stehen und rührt es immer wieder, bis sie so 27 Grad hat, 27, 28 Grad. Und dann tut sie wieder auf Wasserdampf ganz langsam auf 32 Grad erhitzen, 31, 32 Grad. Und dann ist sie ideal und dann geht sie auch super von der Form aus. Das ist die ganze gleiche Methode wie bei den Pralinen. Das
Schokolade temperieren ist ganz wichtig, damit die Schokolade schön glänzt und damit sie nicht grau wird. Ich habe das Temperiergerät, da wo ich die Grad einstellen kann, da ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber es geht auch, wenn man das Gerät nicht hat, weil ich habe das auch früher nicht gehabt und habe es auch zusammengebracht. Ich mache jetzt die ganzen Kräckseln und dann bin ich wieder bei euch, wenn wir die Schokolade machen. Gell? So, okay. Meine Lieben, die Kräcksel sind fertig. Und jetzt tun wir das mit Schokolade ausfüllen. Ich habe jetzt eine Milchschokolade genommen. Die gibt es dunkel und Milch. Und die meisten mögen die dunkle nicht so wahnsinnig gern. Jetzt habe ich die Milch genommen. Das klopft man dann schön, dass es glatt ist. So muss das dann ausschauen. Und ich lasse das jetzt hart werden. Und dann bin ich wieder bei euch. Dann stürzen wir es und nachher tun wir die Kräckseln damit bekleben. Gell? Ich bin dann gleich wieder bei euch. So, jetzt sind die hart. Jetzt nehmen wir sie raus. Dann zeige ich euch, wie das geht. Dann nehme ich einmal ein Messer, tue das Kräcksel ein bisschen mit Schokolade einstreichen und setze das drauf. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich nicht, was schön ist. Ich finde das so nett. Und das ist oft so nett mit Bringsel. Das kostet nicht viel, ist sicher, man muss einen Mürbeteig machen. Und die Schokolade temperieren, aber in Gottes Willen, ich muss jetzt dazu sagen, ich tue es gern, aber wer das tut, tut es eh auch gern, weil sonst tut man es eh nicht. Ich finde das total nett. Die Schokolade. Und zack. Es geht auch relativ leicht aus, man muss es nur ein bisschen unten aufdrucken. Zack, ist schon heraus. Es ist auch oft so am Rand, geht es nicht so genau rein, aber das ist halt einmal handgemacht. Das ist keine Maschine und wir sind keine Maschine. Und deshalb ist es einfach so, dass man das ist das Hirschl oder der Elch. Für Weihnachten wird es der Elch sein. Das zum Beispiel könnt ihr jetzt schon machen. Ich mache jetzt alle fertig, mache ein Foto, stelle sie ins Netz, macht es nach, kauft euch das. Das ist gar nicht so teuer. Ich habe es bei der Totendekoration gekriegt zum Probieren und habe es natürlich sofort ausprobieren müssen. Gell? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es noch, gutes Gelingen beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!